Erstes Buch, 36. Kapitel. Die Bürger, welche die höheren Ehrenstellen innegehabt haben, dürfen die geringeren nicht verschmähen. Die Römer hatten Marcus Fabius und G. Manilius zu Konsuln gewählt und herrlichen Sieg über die Veienter und Etrusker davongetragen, wobei Quintus Fabius, der Bruder des Konsuls, fiel, der das Jahr vorher Konsul gewesen war. Dabei ist zu beachten, wie geeignet die Einrichtungen dieser Stadt waren, sie groß zu machen und in welchem Irrtum sich die anderen Republiken befinden, welche sich von ihrer Weise entfernen. Denn obwohl die Römer große Verehrer des Ruhmes waren, so hielten sie es gleichwohl nicht für unehrenhaft, jetzt dem zu gehorchen, dem sie ein andermal befohlen hatten, und gelegentlich in dem Heere zu dienen, dessen Anführer sie gewesen waren. Diese Gewohnheit ist gegen die Ansicht, die Einrichtung und die Handlungsweise der Bürger unserer Zeit. Und in Venedig besteht noch der Fehler, dass ein Bürger, der eine hohe Stelle bekleidet hat, sich schämt, eine geringere anzunehmen und die Stadt ihm erlaubt, sie ausschlagen zu dürfen. Wenn dies auch ehrenvoll für den Einzelnen wäre, so ist es doch völlig nutzlos für das Ganze. Denn mehr Hoffnung und Vertrauen muss eine Republik auf einen Bürger setzen, welcher von einer hohen Stelle herabsteigt, um eine geringere zu versehen, als auf den, welcher von einer geringeren aufsteigt, um eine größere zu verwalten. Denn auf diesen kann sie sich vernünftigerweise nicht verlassen, wenn sie nicht Männer um ihn sieht, die Ansehen oder Verdienste genug besitzen, um seiner Unerfahrenheit durch ihren Rat und ihr Gewicht zu Hilfe kommen zu können. Und wenn in Rom der Gebrauch geherrscht hätte, der in Venedig und den übrigen neueren Republiken und Königreichen herrscht, dass wer einmal Konsul gewesen, nie mehr anders denn als Konsul hätte zum Heere gehen wollen, so wären daraus unzählige Nachteile für das freie Staatsleben entstanden, sowohl durch die Fehler, welche die Neulinge gemacht hätten, als durch den Ehrgeiz, dem sie besser hätten frönen können, wenn sie niemanden um sich hatten, vor dessen Augen sie sich Fehler zu machen scheuten, und wären so noch zügelloser geworden, was allein zum Schaden des Ganzen ausgeschlagen wäre.